Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück, warum geht mein PC auf einmal so auf? In der letzten Folge haben wir die Secret Level gemacht, Nummer, ich weiß nicht, 3 oder 2. Da, wo man mit Polar reiten muss, okay? So, und ich habe sogar noch hier was Schönes gefunden. Sehr schön, ne? Ja, ich habe sogar noch von alleine. Ich glaube, das war das Letzte, was ich alleine finden werde. Den Rest muss ich mir wahrscheinlich irgendwie so Tipps einholen, wo ich die letzte Secret Level finde. Aber eins nach dem anderen. Erstmal will ich euch zeigen, das war doof. Das war awesome. Erstmal will ich euch zeigen, was ich Schönes gefunden habe. Und ja, das ist ein bisschen offensichtlich jetzt, wenn man so hier so zurückkommt. Wir sehen ja diese Boxen und wir versuchen auf die drauf zu springen. Weil dann kommen wir zu einem schönen Ort. Wenn ich es schaffen würde, hier drauf zu springen. So. Ja. Da war ja ehrlich gesagt noch ein bisschen offensichtlich. Dann kommen wir zu Snowgo. Und ich speichere mal hier. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist das die Level, wo man den roten Edelstein bekommt. Das bedeutet, wenn ich... Oh, 90%, sehr gut. Das bedeutet dann, wenn ich diese Level geschafft habe, können wir einige andere Level machen, wo ich nicht weiterkam. Weil ich da nicht den roten Edelstein hatte. So, ich muss noch herausfinden, wie ich zu Level 14 komme. Wird ein Spaß. Werde ich wahrscheinlich nachgucken bis dahin. Das Projekt soll immer irgendwann zu Ende gehen. Der Level zu finden ist ja nicht unbedingt die riesige Herausforderung, sondern das Level überhaupt zu schaffen, das wird schwierig. So, was für ein Horror erwartet mich denn hier auf Rutschen, das ist schon mal richtig blöd. Okay. Ich muss auch keine Kisten oder so sammeln, ne? Oh, Aquagrüner. Das Gefühl, ich werde ich nicht so sehr brauchen, wie ich es denke. Ich habe übrigens diese eine Bad. Mal, die will ich haben. Ich habe diese eine Level geschafft, wo man so rutschen musste bei diesen Nitro-Dingern. Oh. Ist ja wo man rutschen musste und da waren diese ganzen Nitro. Da habe ich es geschafft durchzukommen, aber ich habe danach nicht den... Oh, das ist absichtlich so gemacht, ne? Aber ich habe nicht einen Edelstein oder so bekommen, weil ich habe so das Gefühl, ich weiß, was man da machen muss. Und das stimmt mich nicht so froh. Man musste irgendwie den Checkpoint, glaube ich, aktivieren. Oder nicht. Man musste hinter den Checkpoint noch weiterspielen. Und dann die Bonus... ja, damit die Nitro-Kisten machen. Weil dann hätte man alle Kisten gesammelt. Boah. Und wer so ist, hat schon abgelaufen. Das kommen wir aber schon überall Nitro, ne? Ne, okay. Boah, was? So. Okay. Gerade Ort zum Stehen, danke. Oh, Aquaco und Leben. Das ist schon mal sehr gut. Wahrscheinlich kommt gleich wieder so was Nitro Glycerin-mäßiges, ne? Och man. Ma. Nein, wir fangen nicht wieder damit an. Boah, ist das doof. Ma. Boah, ist das dämlich. So. Oh mein Gott. Wir sind ja großzügig mit dem Leben. Okay, jetzt geht der Horror wahrscheinlich los, ne? Hop. 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 No. So doof sehe ich auch aus, ne? Ma. Ich habe noch eine, okay.
Oh Gott. Oh, es hat unfair. Man rutscht noch weiter. Man hat die diese Rutschmechanik noch an. Wie dumm ist das denn? Hey, kann ich nicht mal anhalten, ne? Wen ich habe schon, schon hinter mir. Was hat dem nicht? Ja, ich muss ja den einen Rutsch schaffen, weil ich krieg die wieder rutschen nicht mehr weg. Leck mich. Da, ich drücke überhaupt nicht nach links, aber er springt nach links. Das ist kacke. Mit mir auch ein Akku nix. Warte, okay. Also sehr gut. Bam, 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 bam. Bam. Boah, es hat. War der Bildschirm gerade bei mir am Ruckeln. Sehr gut. Oh mein Gott. So ein Level, glaube ich, schaffen. Muss man, glaube ich, nicht, aber ich mache es trotzdem. Ja, komm, ich brauche ein paar Leben. Okay, das war gut mit Aqua gerade. Ja, dann haben wir schon mal all die farbigen Gems. Das ist doch auch schon mal was. Ich hoffe, ich kann jetzt in jeder Level durchgehen, wie ich will. Obwohl, diese Ruinenlevel verstehe ich nicht. Wie man da irgendwie, rechts gegangen. Wie man da irgendwie weiterkommen soll. Die Dinge aktivieren kann, ich weiß das nicht. Ich muss mal gucken, welche Level das ist. Oh, geil. Bams. Aus dem Weg. Ja, einfach schon schön mit Aquaco. Das erinnert man auch irgendwie mehr Äpfel oder irgendwie sowas bekommt. Äpfel, ich meine Bumperfrüchte natürlich. Kann man da oben hin? Nee. Nein, da kommen viele. So. Roter Edelstein, sehr schön. Mal alle Level nochmal nachgucken, wo irgendwie ein Edelstein fehlt. Und ist da wahrscheinlich irgendwo so ein rotes Edelstein-Teilchen. Damn, 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 damn. Oh, rot. So rot wie Crash, obwohl er orange ist. Egal. Immer noch keine Cutscene, okay. So, 8 Stück fehlen uns doch. Wir werden uns da wohl irgendwo noch begegnen. Ach, der ist der erste, genau. Ja, im ersten haben wir alles erledigt. Dann höher. Ich glaube, in den letzten fehlen uns noch ganz viele. Aber ich muss noch gucken, wo irgendwie so eine rote Plattform war. Hier? Da habe ich keine Kisten kaputt gemacht in diesem Bonusteil, oder? Habe ich da nicht den roten herbekommen? Bin schon wieder maximal verwirrt. Kann man denn den roten nicht gesehen? Nee. Nee, Quatsch, ich habe den doch gerade irgendwo anders rausprobiert. Bin ich da eigentlich? Wo gehst du da? Kann man nachgucken? Okay, ausgezeichnet. 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 Wie Homing. Homing meine ich. Hier suchen eine Pinguine, wirklich. So, zack. Wir warten hier mit den Bams. So. Ich
kenne die Level nicht auswendig, da ist das Problem. Da, da ist das rote Teilchen. Komm her. Okay, ich dachte. Okay, hier ist ein Checkpoint, da fängt schon mal gut an. Es ist keine Rutschlevel, es kann nicht so schlimm sein. Es kann einfach nicht so schlimm sein. Trau dich. So. Ah. Was verlangen die denn hier von mir? Kann ich auch von... Also... Oh ja, sehe ich auch aus. Obwohl, wäre ja nichts passiert, ne? Also das Gefühl, ich hätte hier noch nicht reingehen sollen, sondern erst... Das war cool. Auf so ein Feld kann man schon irgendwie stolz sein, wenn nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Flanken von mir, dass ich erst hier durchgerannt wäre und dann irgendwie zum... zur Plattform hingerannt wäre. Ma. Dann... Boah, geil, 22. Und dann hier durchrennen musste. Weil sowas ähnliches war ja auch in dieser einen Nitro-Rutsch-Level. Da werde ich wahrscheinlich wieder aufspielen, Mann, oder? Also erstmal da durchzukommen war ja schon schwierig. Und dann... so merken, nö, das hat's nicht gebracht. Das ist nicht so schön. So, zack. Und zack. Und jetzt die Dinger treffen. Was? Na schon, wir sind im einstelligen Bereich, was die Anzahl der fehlenden Edelsteine betrifft. Okay. Kann irgendwie auf dem Ding stehen bleiben, wenn ich rutsche, wenn ich mich drehe am Ende. Ja. Gierig. Ja, ich muss ja nur ein... Quatsch, geht doch an. Ja, machen wir erstmal die Level zu Ende. Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, was hier los ist. Boah, da war schon wieder so eine Decke. Was ist hier denn? Oh, gerade hier. Nein! Wo hier sind doch alle, ne? Okay, keine Ahnung. Ja, da war ein Checkpoint, das ist gut. Nicht gut, wenn die hier so großzügig sind mit den Dingern. Stimmt, war hier nicht so eine Level, wo irgendwie so 100 Boxen oder so gefehlt haben. Kann sein, oder? Ja, ich hab so das Gefühl, ich muss hier nochmal durchrennen. War sehr schwer, finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Also da habe ich schon etwas größeren Horror gesehen. Ich einfach vorbeilaufen können so hinten. Ich glaube ja, ne? Kannst du richtig Leben fahren irgendwie. So, guck mal und weiter. Sipasch. Wutsch. Wutsch. Ich hab dabei wieder an die Maus gekommen. Das hätte mich so glücklich gemacht, Mann. Dinger und das nur vom Bonusteilchen hier. Ja. Wow, den habe ich gar nicht gesehen.
Ja, komm her. Oh, knappe Sprünge hier. So, 77 Dinger. Und wehe, ich komme jetzt irgendwo weiter raus. Ich lasse mich irgendwie da an dem roten Edelstein-Ding rauskommen. Oh, sehr gut. Ich muss dann nochmal rein. So, und jetzt muss ich die Level noch. Das ist ja mal mit allen Kisten. Wird ja wohl kein Problem sein jetzt. Ah ja. Du kommst gefecht mit. Da. Gesetz der Schwerkraft. Ich annulliere sie. Boah, das wäre jetzt so krass gewesen, wenn ich an dem Viech verreckt wäre. Ungefähr so. Da kommt der nächste Seelöwenviech oder was auch immer darstellen soll, ein Otter. Mach mich fertig. Ich hoffe, ich habe danach alle. Ja, doch, komm, irgendwo hier hinter ist einer versteckt. Dann stehe ich da doof. Supasch. Okay. So. Zack. Wie? Okay, ich schaffe keinen hohen Sprung, wie auch immer man hat einen geduckten Sprung. So. Weiß, dass ich danach noch rutsche. Funktioniert jetzt nicht mehr. Oh, geil. So, ich hoffe, ich habe hier alle. Ich raste aus, wenn ich irgendwie eine Kiste oder so verfehlt habe. Ganz. Kommen auch irgendwie noch einmal vor, diese Rolldinger, ne? Im ersten Teil kamen die viel öfter vor. Ich glaube zweimal. Und da hinten ist das Ziel und ich hoffe, war nicht 127 oder so. Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, oh Mann. Raus hier. Noch 7. Langsam aber sicher nähern wir uns den 100%. Oh, sehr schön. Oh. Oh. So, da wird direkt gespeichert. Mir egal, ob die Aufnahme geglückt ist oder nicht. Wenn, dann spackt sowieso wieder nur der Ton ab. Dann würde ich halt überkommentieren oder was weiß ich. Ist mir egal. Aber ich muss das nicht nochmal machen. So, dann haben wir noch. Weiß also nicht, hier haben wir, glaube ich, auch alles dann erledigt, ne? Gehen wir zum dritten Warp Room. So, was haben wir denn hier noch? Ja. Ja, da komme ich ja nicht weiter. Ich weiß ja nicht, wo ich da hingehen muss, was ich machen muss und so weiter. Warte mal, Level 14. Da kommt man auch durch ein Secret-Dingen hin. Okay, ich muss irgendwie raus, wie man reinkommt. Ansonsten haben wir auch hier alles. Gehen wir zum vierten Warp Room. Hier, okay. Cold Hardcore, ach, das ist die eine Level. Ja, die wird vertagt. Würde ich sagen, wir machen die letzten Level. Eine Ding mache ich wieder ausgehen, das ist mir zu doof. Wenn ich spaced out oder so. Mach mal die hier als nächstes. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.